Ja, hey, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir uns Cell als Meister gesucht. Ich habe offscreen einige Sachen gemacht. Zum Beispiel habe ich ein bisschen gelevelt, damit die Story jetzt nicht mehr so schwierig wird. Ich glaube, letztes Mal war ich Level 37 oder 35 irgendwie so und jetzt bin ich ganze Level 50. Ja. Hab viele Sachen schon gekauft hier, die wir ausrüsten können. Einige Parallelquests habe ich abgeschlossen, damit wir hier, weiß ich nicht, meisten, weil wir nicht Fähigkeiten und all sowas bekommen haben. Also ich habe so gut wie alle Fähigkeiten hier schon, ganzen Voraussetzungen und all sowas hier gemacht. Ich habe die ganze Zeit immer nur den Kampf gemacht, weil man muss nur gegen Freezer kämpfen, wenn man Glück hat gegen den Zeitsoldaten, was noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte gibt. Und ja, er hat ganz schnell viel Erfahrungspunkte und Geld gegeben. So, und während ich die Mission gemacht habe, ist Folgendes passiert. Ich habe ein paar schöne Sachen bekommen. Und zwar zum Beispiel alle 7 Dragon Balls. Das heißt, wir können mal Shenlong rufen. Ha. Ist halt nicht geil. Machen wir das mal direkt. Und wünschen uns was. Was auch immer. Aber sind ein paar gute Sachen dabei. Richtig Imba-Ausrüstung oder so. Wahrscheinlich nur ein Ausrüstungsteil von irgendwas, ne? Aber ich weiß ja, wo ich welche herbekomme. Oh, dann rufen wir mal. Vielleicht kommt ja auch Polunga. Mal gucken. Was 7 Dragon Balls. Möchtest du Shenlong rufen? Ja, klar. Bei den Budokai kommt ja auch manchmal Polunga, aber da hat man 3 Wünsche bekommen, die nicht so gut waren, ne? Ja, mal sehen. Was geht? Irgendwie Ironie. Ich wurde von dem berufen und jetzt rufe ich ihn. Schon irgendwie ironisch. Ich will Geld, ich will ein seltenes Objekt. Ich will verdammt gut aussehen. Ich will eine zweite Chance. Mehr spielbare Charaktere. Was? Ein neuer Superangriff. Einen neuen ultimativen Angriff. Okay, wir kriegen dann einfach irgendwas. Das ist ja nicht so toll. Weiß ich nicht. Wachsen. Ich will wachsen. Neuen ultimativen Angriff. Mehr spielbare Charaktere. Ah. Ja, das ist wahrscheinlich dann... Okay, ich war schon... Eine zweite Chance. Verdammt gut. Nehmen wir ultimativen Angriff. Schockierender Todesball. Ja, wir jetzt einfach zufällig irgendwas bekommen, finde ich jetzt aber nicht so schön. Das weltbeste Wunder, außer man kriegt nur eins pro Auswahl. Ja, wir haben jetzt einen super Angriff. Nehmen wir den einfach. Ach ja, und ich habe Super Saiyan 2 freigeschaltet. Sehr gut, ne? Was haben wir denn hier? Greife mit einer gewaltigen, übermächtigen Ki-Explosion an. Der Gegner wird durch Treffer betäubt. Okay, nehmen wir das mal. Ich habe vielleicht doch einen super Angriff nehmen sollen. Oder ich sehe verdammt gut aus. Egal. Ich dachte, jetzt könnten wir was viel Besseres bekommen, aber was soll's. Okay, dann machen wir mal Dingens hier. Noch ein bisschen Parallelquest und so. Aber erstmal kann ich bei Cell jetzt wieder was machen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht, weil ich den Angriff oft eingesetzt habe von dem. Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall schon mal den seinen Dingens hier voll. Seine Liebe. Also hoffentlich kann ich jetzt einfach hier hingehen und all den seine Mission machen. Der Training scheint sich wirklich gut zu entwickeln. Machen wir jetzt mit dem nächsten Training weiter. Kämpfe gegen 3 Cell Juniors. Besiege alle, dann gewinnst du. Cell Junior sehen klein aus, sind aber Spiegelbilder von mir. Alter, nahe wir immer oben, sonst stirbst du. Diesen Kampf kriegt ein Zeitlimit von mir. Es sollte nicht leicht sein. Ihr Spiel soll dich trainieren, vergiss das niemals. Wenn du das Timing schaffst, lehre ich dich noch eine Fähigkeit. Haha, ich habe bestimmt Spaß, dich kämpfen zu sehen. Ja, Drillingsärger. 5 Minuten, uah. Nur ich, ne? Na gut, machen wir das.
Wie schwer kann das schon sein? Hab ich mit Piccolo auch schon gemacht. Und er steht einfach da und guckt mir zu, oder was? Boah, ich habe das Kampfsystem schon wieder voll vergessen. Boah, leck mich, wie viel? Wie viel halten die aus? Ich bin schon Level 50, ne? Oh mein Gott, echt? Alter! Super Saiyan 2! Oh, super! Ja, zeitmäßig schaffe ich das bestimmt nicht. Ich habe das Gefühl. Ja, Super Saiyan 2 tut natürlich jetzt meine Ausdauer noch schneller senken, also mein Ki. Wenn nicht so gut ist, oh, leck mich doch. So, kommt noch mal. Von wem ist das der Angriff? Ist das nicht vom Bills der Angriff? Keine Ahnung. Ich glaube, ich war da stärker durch Super Saiyan 2, ne? Ein bisschen. Mein Ki lädt sich hier die ganze Zeit auf, merke ich gerade. Ach ja, ich glaube, ich habe eine Z-Seele, ne? Deswegen. Noch Mann, ehrlich. Was? Wie noch mehr? Willst du mich verarschen, Zell? Soll ich damit treffen, ne? Was für ein Training. Soll mich am besten auf einen konzentrieren. Muss schon sagen. So geht das. So. So, wer ist noch hier gleich am Frecken? Das ist das Nervigste, was man machen kann, ne? Ich kämpfe gegen jemanden und irgendjemand anders fällt die ganze Zeit Sachen auf mich. Bams! Ich glaube, diese Sätze habe ich mir irgendwie hergestellt. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Ist mein Angriff gerade abgebrochen? Oh Gott, Hilfe. Was soll man denn dagegen machen, bitteschön? Mit alle hier. Oh. Wenn alle hier diesen Angriff machen, ne? Steh auf. Hilfe, ist gut. Ja, irgendwie kannst du nichts machen, wenn die das machen. Boah, jetzt bleibst du mal hier, ehrlich. Ich bin halt so unverschämt. Ich hab den euch mal. Also geht's auf jemanden los und wird von Ki-Explosion abgefeuert. Das finde ich nicht so toll. Gravitationseinschlag. Hier sagt mir nicht, ich muss den Angriff ein paar Mal einsetzen. Du bist so oft hier auf Screen gekämpft, das muss doch wohl reichen. Das wir jetzt weitermachen können bei dir. So, der ultimative Angriff bringt jetzt irgendwie nicht so. Ich finde die Höllenspirale besser. Hm, du hast Celuna besiegt. Ich habe deine Stärke unterschätzt. Nächstes Mal werde ich selbst gegen dich kämpfen. Sei dankbar. Jetzt für den Gravitationseinschlag, den du gerade gelernt hast. Sie ist ein einfacher Angriff, braucht aber Talent bei der Anwendung. Ich weiß nicht, ob du sie beherrschen kannst, aber versuch es mal im Kampf. Ha, ich sehe seit deinem Sieg über Celuna große Stärke in dir. Okay, wir können weitermachen bei ihm.
Höllenspirale und nehmen wir mal den neuen Angriff rein. Nicht immer so ein Dreck hier. Ja, gewartet. Ich merke, dass du trainiert hast. Jetzt wollen wir über das heutige Training reden. Ich teste mal, wie du die Fähigkeit nutzt, die ich dir beigebracht habe. Ist nicht kompliziertes. Du bestehst, wenn du den Gravitationsanschlag als Finisher einsetzt. Das sollte einfach sein, wenn du nicht beim Training geschlafen hast. Und jetzt komm. Arme Kreatur. Perfekter Schuss. Okay. Sehr schön. Wir können weitermachen bei ihm. Ich bin trotzdem blöd, dass das mit den Dragon Balls jetzt nicht so schön war. Okay, Gravitationseinschlag, was ist denn das für ein Angriff? Hm. Leck mich. Na, sonst klappt das doch immer. Das klappt immer offscreen, ne? Aber jetzt, wenn ich... Ach ja, ich habe jetzt volle Kraftattacke, was auch eine Aufladeattacke ist. Allerdings tut die ein bisschen schneller aufladen. Mein Gott, was sind denn das für Kackangriffe, Cell? Der ist nicht so gut, der eine Angriff ist auch nicht so schön. Da kann ich irgendwie nichts reißen im Kampf. Ich will eigentlich nicht so oft graben, aber okay. Hätte vielleicht mal meine Werte so zeigen sollen, was ich aufgelevelt habe. War eigentlich nur Key und Super Angriff hier erhöht. Was? Boah, ernsthaft, Leute. Wie halt immer so oft hintereinander machen, ne? Ja, verstehen, dass die der Angriff, ja, das auch nicht abwehren, ne? Hier Wurf weg mit dich. Sehr schön. Ich muss mal gucken, ist das Norio Wakamoto? Ich habe noch nicht nachgeguckt, aber er hört sich so an. So, jetzt bitte das letzte Training auch noch direkt. Go, du! Ich mache nur Spaß. Tolle Fähigkeiten, was? Hast du geglaubt, du kannst mich besiegen? Hey, so weit war es noch lange nicht, aber du hast mich verletzt. Du zeigst Fortschritte, warum bist du nicht glücklich darüber? Oh, und der perfekte Schuss, den du gelernt hast, bringt dich weiter. Die Stärke und Eigenschaften sind gerade noch zu viel für dich. Wer stärker und passe dich an die Fähigkeit an, es liegt an dir. Und jetzt geh, werde stärker, dann kämpfe ich wieder gegen dich. Und wir können direkt wieder, sehr gut. Ich dachte, da sieht jetzt jemand aus wie Kami. Also Gott. Ja, hier habe ich, glaube ich. Diese Welt braucht keinen Gott. Setze Hilfe von Gott. Ausrüsten steigert alle Werte leicht. Verstärkung stellt TP wieder her. Sehr gut, ne? Hier meine Attribute. Boom. Okay, perfekter Schuss. Denn die Aktivierung dauert eine Weile, okay. Das ist das Letzte, was ich dir beibringen werde. Warum fragst du dich? Du hast dich durch meine Lektion viel weiterentwickelt als gedacht. Du hast all meine Stufen durchlaufen. Aber Spiele haben einen Endgegner, nicht wahr? Und der bin ich. Mittlerweile solltest du wissen, Worte sind bedeutungslos. Jetzt kämpfe gegen mich. Besiege mich und erlange diese letzte Fähigkeit. Perfekte Kamehameha. Okay, cool. Da waren 5 Sterne. Oh Gott. Aber wenn es noch ein Gegner ist, sehe ich mich eigentlich gewinnen. Hoffentlich. Welcher sehen? Zeige deine Kraft. Dann komm her, Cell.
Und die Musik. Boah, der ist richtig stark, der Angriff. Der ist grün, das ist gut. Oh, verdammt. Ja, ich setze auf den Angriff ein, aber der bringt es auf jeden Fall. Ich habe mir bis jetzt noch keinen Kratzer abgezogen. Oh, nee. Ich dachte, du warst die ganze Zeit volle Kraft. Was ist das? Was ist das? Genauso muss das sein. Ich habe keinen Bock anzugreifen, habe ich das Gefühl. Bisschen billig die ganze Zeit zu kämpfen, aber egal. Bams. Wo ist das? Special Beam Cannon und das war's. Wow, das war einfach. Sehr schön. Werd wütend und zeig deine Kraft. Perfekte Kamehameha. Ich die eine Sätze jetzt zweimal bekommen. Okay, cool. Haben wir Zell auch gemeistert oder perfektioniert. Sag ich mal. Du hast mich gut in die Enge getrieben. Harte Arbeit zahlt sich aus. Es überrascht mich, dass du so stark geworden bist. Ich erkläre dir jetzt die perfekte Kamehameha. Das ist meine stärkste Fähigkeit. Sie kann kleine Welten zerstören. Lerne die Fähigkeit und du bekommst den ultimativen Kraft noch näher. Ha, du bist so stark geworden. Ich will jetzt wieder mit dir kämpfen. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Unser Kampf sollte viel dramatischer sein. Du musst noch reifer werden. Ein perfektes Wesen, der stärkste Kampfsportler. Es muss groß werden. Ha, ich kann es kaum erwarten. Wir werden den ultimativen Kampf haben. Cool. Jetzt brauche ich einen neuen Meister. So, perfektes Kamehameha. Ja. Sehr schön. Perfekter Schuss kann auch drin bleiben. So, was braucht denn das hier? Die Seele von Zell. Ausrüsten verbessert Zells Fähigkeiten. Ausdauer ganz viel. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Ich will am liebsten jetzt nochmal Son Gohan probieren. Wir sind ja ein bisschen stärker geworden seit letztem Mal. Vielleicht geht es ja jetzt mit Son Gohans Training voran. Ist er hier? Ja. Außerdem ist er nur noch parallel Quest mit verknüpft. Ja. Haben wir ja schon mal versucht. Besiege 5 Krieger. Sangokus Mut Noshigi, Brandattacke, Super Drachenflug. 19, ja, die fehlt mir auch, das weiß ich. Guck mal, ob ich das jetzt schaffe. Jetzt, ob ich ein bisschen stärker geworden bin. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Waren da viel zu viele Gegner oder was? Trainieren wir, besiege 5 Krieger. Da musste ich jemanden beschützen. Lade mich jetzt erstmal hier auf, hallo. Gottes Versteck. Na gut. Na komm mal her. Kame. Sehr schön. Ich habe kein Selbstbewusstsein. Hier, guck dir das an. Ich mache irgendwie nicht mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ich ziehe immer genauso viel ab, egal gegen wen ich kämpfe. Nein, blocken bringt da nichts.
mache ich hier. Ja, Kampfsystem ist schon ein bisschen broken, ne? Perfekter Schuss. Ausrüstung halten, sehr cool. Ja, so ist es auch erkannt. Schön. Guck mal hier auch wenigstens weiter. Gut, ne? Machen wir in der nächsten Folge die Story weiter. Oh, nee. Was ist das? Oh Mann. Okay, den habe ich irgendwie nicht erreicht. Mein Aufladen dauert jetzt nur ein bisschen lange, bis ich in die Position komme. Aber das ist ja egal, ne? Ah, echt jetzt? Oh, man kann Ultimates abbrechen. Ja, ich bei dir auch. Bams. Der hat mittendrin seine Dings eingesetzt, seine Abwehrattacke. Ehrlich? Warte, es kommt. Ja, Trunks. Oh. Hey. Wolfe. Jetzt wird's nervig. Aua. Ich glaube, bis hierhin bin ich mal gekommen, oder? Oh, Vegeta, echt. Genau wie Son Goku, die ganze Zeit immer ihre Explosionen am Spam. Warte, kommt mal her. Steht jetzt beide genau richtig. Oh, das hat Vegeta in den Ohren. Boah, echt? Mal gegen zwei Gegner zu kämpfen, das ist so schlimm, ne? Naja. Boah, echt? Ich kann die Gegner da auch nicht abbrechen. Warum können die das? Ja, okay, vorhin habe ich das mal geschafft. Mit diesem Angriff, ne? Bist du echt? Was ist das? Nix da. Deine Mutter ist aber nicht hier. Aber du bist jetzt sowas von getroffen. Oh Gott. Jetzt müssen eigentlich Son Goku und Son Gohan kommen, ne? Ich mal eine Energiekapsel, wenn ihr nichts dagegen habt. Nein, nicht im Himmel. Oh. Was hat denn? Okay. Muriel. Oh, Mädel. Ja, komm. Das ist halt die ein bisschen stärker ist, auch wenn die weniger KP hat. Weiter Angriff von Broly. Ah! Ja, toll. Hätte ich vielleicht nicht annehmen sollen. Ich mach mich jetzt fertig und zieh mir unnötig KP ab. Au, was zum... Oh, ich habe abgebrochen, okay. Ne, doch nicht, das war... Mein Gott. Material, okay.
Schlüsselobjekt. Ah, das ist bestimmt ein Dragon Ball, ne? Ja, da kam ich doch. Okay. Jetzt bin Level 50, aber hab trotzdem keine Chance, wenn da zwei Gegner sind. Ach, verdammt, da wollte ich gar nicht einsetzen. Ja, sehr gut, Son Goku. Ja, das ist unmöglich irgendwie, gegen mehrere Gegner zu kämpfen. Wahrscheinlich soll ich das Son Goku erledigen, aber egal. Rüstert. Lässt mir doch gar keine Wahl, als diesen Angriff zu spammen. Hilfe! Hier, komm her. Doch, was war dich fertig? Mann, das ist nicht gut gemacht, finde ich. Mann, verpisst euch doch mal. Ich vergesse mal, ich diese Angriff auch ab. Da. Mann, Hilfe, lass mich doch mal in Ruhe. Oh mein Gott. Warte. Oh. Fürchte die Macht des Spammens. Meine Güte. Was ist das? Oh mein Gott. Boah. Wir haben gegangbankt, wie es von allen möglichen Leuten. Piccolo, Dämonenkleidung. Mr. Satan Abzeichen. Das kann man schön verkaufen für 10.000 Zenny oder irgendwie so. Oh Gott. Manchmal so heftig. Und dabei bin ich Level 50. Level bringt also gar keinen Unterschied hier. Ich wusste, es war richtig, dich anzusprechen. Papa und die anderen sind ganz begeistert. Sie trainieren, um so wie zu werden. Um so wie du zu werden. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ich dachte, du kannst mein Meister werden. Mr. Satan. Ha! Ja, Mr. Satan. Was ist das? Ich kenne diesen Ort nicht. Träume ich etwa? Ich werde sein Schüler, okay. Was bist du? Was willst du vom großen Mr. Satan? Oh ja, der Patrouillentyp sagte schon, dass ich jemanden trainieren soll. Das ist er also. Etwas schwächlich, aber mit etwas Arbeit könnte das mein Dojo nützen. Der schwache Schüler ist in Mr. Satans Dojo so stark geworden. Sehr gut. Mehr Schüler und mehr Ruhm. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, warum denn nicht? Ja, ich habe die volle Beziehung. Du willst mein Schüler werden? Hehe, genau wie geplant. Es stimmt, mein Schüler zu werden war eine sehr weise Entscheidung. Aber ich bin bekannt dafür, gar keine Schüler anzunehmen. Ich mache für dich eine Ausnahme. Bist du stark genug, nehme ich dich. Wenn du mich besiegst, lehre ich dir die starke Fähigkeit. Überrascht? Schlag das Eisen, solange es heiß ist. Greif mich von überall an. Deine Mitkick, echt? Warum denn nicht? Oh Gott. Okay, ich werde der Schüler vom Retter der Welt. Warum denn nicht? Okay. Dann los. なかなかパワフルだ。まあ、このほどではないがな。なかなか元気じゃないか。もう少し気楽にやってもいいんだぞ。いいか。ただのテストだ。張り切りすぎるんじゃないぞ。どう。 Das ist so gepasst. Okay. Super Angriff Dynamit Kick. Warum denn auch nicht?
Ja, das war schon ein Training mit Mr. Satan, der erste Teil. Au, au, du bist gar nicht so schlecht. Du hast schon fast stark gekämpft. Hm, ich gebe zu, du bist gut. Ich weiß, ab heute bist du mein Ehrenschüler. Bist du jetzt nicht immer glücklich? Du darfst ruhig weinen. Haha. Du hast in Dynamit gelernt. Schon der Name ist einfach toll. Nutze ihn zum Trainieren. Wenn du stärker bist, trainiere ich dich weiter. Jetzt muss ich wieder diesen Angriff so oft einsetzen. Dynamite Kick. Vielleicht ist der Angriff ja wirklich stark. Mal gucken. Jedenfalls, wir haben jetzt hier alles erledigt erstmal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir in die Buu-Saga reingehen oder was auch immer jetzt als nächstes kommt. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.